Schönen guten Tag. Heute sprechen wir mal über einen brisanten Fall, der nicht nur die internationalen Beziehungen auf die Probe stellt, sondern auch eine Menge Fragen aufwirft. Den geplanten Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA. Und Deutschland spielt dabei auch eine nicht ganz unwichtige Rolle. So ist es. Der sogenannte Tiergartenmörder könnte bald freikommen. Wer ist überhaupt dieser Tiergartenmörder? Vadim Krasikov, ein russischer Staatsbürger, wurde wegen des Mordes an Selimchan Tschankoschwili im Berliner Tiergarten verurteilt. Tschankoschwili, ein tschetschenischer Ex-Kämpfer, wurde 2019 mutmaßlich im Auftrag des russischen Geheimdienstes FSB erschossen. Krasikov wurde festgenommen, verurteilt und sitzt jetzt in Deutschland im Knast. So, und jetzt soll er möglicherweise im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freikommen. Ich würde mal sagen, das war ein Deal. Auf der anderen Seite haben wir den US-Journalisten Ivan Gershkovich, der in Russland wegen angeblicher Spionage festgehalten wird. Der wurde zu 16 Jahren, glaube ich, verurteilt, also zur Haft verurteilt. Und die USA setzen sich seitdem natürlich vehement für seine Freilassung ein. Und nun scheint es so, als könnte dieser Gefangenenaustausch tatsächlich klappen. Aber was bedeutet das eigentlich für uns hier in Deutschland? Dieser Deal wirft auf jeden Fall eine Menge rechtlicher und moralischer Fragen auf. Erstens, ist es gerecht, einen verurteilten Mörder freizulassen, nur um einen Journalisten zu retten? Zweitens, welche Signale sendet das an andere Länder? Dass man mit Geiselnahme und politisch motivierten Verhaftungen durchkommt? Und drittens, was bedeutet das für die Opfer und deren Familien? Tschankoschwilis Familie muss jetzt ja wahrscheinlich mit ansehen, wie der Mörder ihres Angehörigen möglicherweise bald freikommt. So, aber das ist noch nicht alles. Es gibt ja auch rechtliche Aspekte, die wir vielleicht nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Ein solcher Austausch könnte das Vertrauen in die Rechtsprechung untergraben. Ist bei vielen ohnehin schon der Fall. Wenn ein verurteilter Mörder einfach so freigelassen wird, nur weil es gerade politisch, ich sag mal, zweckmäßig ist, was sagt das über unser Justizsystem aus? Zudem könnte das ja auch zukünftige Verhandlungen beeinflussen. Andere Länder könnten sich ermutigt fühlen, ähnliche Taktiken anzuwenden, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. So, und jetzt mal ganz ehrlich, was denkst du darüber? Ist es das wirklich wert? Sollten wir wirklich solche Deals eingehen, nur um politisch Gefangene freizubekommen? Tja, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut.